Wir bekommen immer wieder die Frage, was tun bei Schulterschmerzen? Es können verschiedene Schulterschmerzen auftreten, die Ursachen sind meistens auch unterschiedlich, aber an und für sich ist die Behandlung oder die Tipps, was wir euch geben, sind immer ähnlich. Und ganz kurz möchte ich euch erklären, warum das Schultergelenk einfach so ein sensibles Gelenk ist und was es für Ursachen hat, dass es zu Schmerzen kommen kann. Also wie man sehen kann, also ein Schultergelenk, ein Arm ist sehr, sehr beweglich, geht in alle Richtungen und ist nicht so eingepackt wie jetzt zum Beispiel das Hüftgelenk. Das Hüftgelenk wird durch viele Bänder und Muskulatur gut fixiert. Schultergelenk ist nur mehr oder weniger oder fast nur muskulär gesichert. Das heißt, rundherum haben wir die Muskeln, die was das Gelenk und den Oberarmkopf quasi in die kleine Gelenkspfanne vom Schultergelenk fixieren. Gut, damit wir jetzt wissen, was für ein Problem ich habe, kann man so Tests machen. Der Wolfgang dreht sich jetzt zur Seite von mir weg. Und wenn er jetzt die Arme problemlos nach oben heben kann, genau, und keine Schmerzen hat oder mir sagen kann, wo in etwa, dann kann er die Arme wieder nach unten geben. Es schaut recht gut aus, er weicht nicht aus. Und er sagt, okay, jetzt ab der Höhe über dem Schulterdach habe ich Schmerzen, dann könnte es ein Impingement-Syndrom oder auch ein Frozen Shoulder sein. Wenn ich jetzt die Arme nach vorne raufgebe und dann über den Kopf und nach hinten oder seitlich vom Kopf, bleibt der Wolfgang jetzt ganz stabil, also er bewegt sich nicht im Becken mit. Das bedeutet, er hat genügend Beweglichkeit im Schultergürtel. Solltet ihr da in dieser Bewegung eingeschränkt sein oder Schmerzen haben, weicht man meistens im Becken aus, genau, um einfach diese Beweglichkeit zu kompensieren. Das wäre so ein kleiner Test. Wo befinde ich mich? Wo bin ich wirklich jetzt ein Patient oder sind es nur ganz Kleinigkeiten, was mich jetzt da plagen? Natürlich in erster Linie möchte ich voraussagen, ihr seid immer ganz gut aufgehoben beim Physiotherapeuten, der wird euch viele Tipps geben und euch begleiten und wir geben einfach nur kleinere Zusatzinformationen, was auch ganz wichtig ist, dass ihr dies regelmäßig in den Alltag einbaut, bei jedem, wenn Gott mal wieder spürt, okay, ich habe jetzt Schmerzen, dass man hergeht und sagt, okay, jetzt mache ich die eine oder andere Übung. Gut, wir starten mit einer kleinen Selbstmassage. Und zwar, wenn man sich das so vorstellt, meistens, warum ist das Schultergelenk zum Beispiel eingeschränkt? Es kann sein, wenn du den ganzen Tag vorm Schreibtisch sitzt und die Hände nach vorne hast, dann ist man natürlich vorne verkürzt und hinten etwas abgeschwächt. Und um diese Muskulatur hier etwas zu lösen, legt man einfach eine Hand dort, wo man die Schmerzen spürt, unter das Schlüsselbein, das ist die knöcherne Struktur, was ihr da merkt, und fahrt da über den Brustmuskel raus bis quasi am Ende vom Schultergürtel. Und einfach ein paar Mal drüber fahren, so rausstreifen, auch gedanklich, auch ein bisschen in Resonanz mit dem Muskel gehen, so ich möchte jetzt den Schmerz da ein bisschen ausstreifen. Und dann kann man auch da vorne den Deltamuskel so ein bisschen massieren, da in alle Richtungen vor und zurück. Da kann man ruhig ein bisschen gröber reinfahren, auch eher den Zug nach unten, weil dann meistens geht der Schultergürtel nach oben. Und genau, der Wolfgang macht das schon richtig, er dreht da in alle Richtungen. Und dann können wir uns auch hinten massieren, also hinter dem Schulterdach, da ein bisschen reinzwicken und da sagen die meisten schon, boah, da habe ich jetzt wirklich Schmerzen. Bleibt da dran, massiert es dran, ihr könnt euch selber quasi nicht verletzen. Ja, das macht man eher, dass wenn der Fremde Hand anlegt, dass der zu grob ist, aber man selber spürt sich ja da besser. Ganz gut wäre es auch, wenn man einen Ball einsetzt für diese Massage. Wer keinen Ball hat, kann Zitrone oder Limette, wir haben da Limette, und kann dann auch in diese Regionen ein bisschen reinmassieren, hat man ein bisschen mehr Druck und dann ist das Ganze natürlich auch etwas intensiver. Also wieder in alle Richtungen. Und man kann dann auch gerne mal einen Vergleich machen, wenn man eine Seite massiert hat, wie sich das anfühlt gegenüber auf der anderen Seite, ob man da schon beweglicher ist und wieder diese Bewegungen machen und diese Tests machen. Eine zweite Möglichkeit wäre auch, einfach einmal eine Wasserflasche, Trinkflasche oder was auch immer ihr zu Hause habt, in die Hand zu nehmen,
man kann auch Sand reinfüllen oder wirklich ein Gewichtel hernehmen und einfach so ganz locker vor und zurück pendeln. Dabei kann man auch so ein bisschen zur Seite gehen, sich zur Seite neigen, damit einfach wirklich alle Muskeln und alle Bänder so etwas mehr aufgedehnt werden. Dann kommt der Zug von oben nach unten und man kann da wirklich in alle Richtungen auch ein bisschen arbeiten und den Schultergürtel lockern und lösen. Ja, das wären jetzt so ein paar Tipps, so was man im Alltag einbauen kann. Dann gibt es natürlich auch was man einfach nicht machen sollte, gar nichts tun. Weil, wie wir schon gesagt haben, das Schultergelenk ist ein muskelgesichertes Gelenk, also gehört es auch gekräftigt. Und da möchten wir euch jetzt auch Übungen zeigen. Die meisten von euch haben ja schon ein Theraband von uns bekommen. Und ich bin jetzt da quasi der Handlanger, ich bin die Fixierung vom Theraband. Ihr könnt es zu Hause natürlich gegen die Türschnalle geben. Und der Wolfgang macht jetzt mit dem Unterarm eine Außenrotation. Der Oberarm bleibt am Oberkörper, aber nicht einzwicken, sondern nur so einen leichten Kontakt haben oder runterhängen lassen und die Bewegung wirklich aus dem Ellbogengelenk holen. Die Kraft kommt in erster Linie aus der Körpermitte, da bleiben wir stabil, der Blick geht nach vorne und so kräftigt er schon diese Muskulatur, was das Schultergelenk gut fixiert und führt. Dann können wir auch die Innenrotation machen. Der Einfachheit halber machen wir das jetzt auf der anderen Hand. Also geht wieder, die Ausgangsstellung ist die gleiche und er führt den Arm nach innen. Und das so in etwa 10 bis 12 Mal wiederholen und dann eine kurze Pause, ein bisschen nachspüren und dann noch 2-3 Mal diese Übungen durchführen. Was auch noch ganz angenehm ist und was man auch als Kräftigung hernehmen kann, ist, dass man das Theraband über den Kopf nimmt und dann auch wieder darauf achtet, wenn nicht zu eng halten, weil die meisten, die Schulterschmerzen haben, spüren da was, aber wenn sie über einen gewissen Winkel drüber sind, ist schon wieder vorbei, dann ist schon wieder leichter. Und da etwas das Theraband auseinanderziehen, reinspüren, wie weit kann ich auch ein bisschen in der Dynamik bleiben, nach rechts, links drehen, was euch da auch einfällt, da kann man nicht viel falsch machen. Genau, dann nur mal eine Hand nach unten ziehen und dann die andere Hand. Auch die Schulter bitte behandeln, die was keine Schmerzen hat. Also wirklich beide Seiten behandeln, auch was die Massage angeht natürlich. Gut, das wären jetzt so 2 Kräftigungsübungen, was man einbauen kann und dann natürlich auch noch die Möglichkeit zu Hause sich zu dehnen, Dehnungsübungen machen. Ein Stuhl hat fast jeder, aber wir starten zuerst mit dem Handtuch, weil am Abend normalerweise geht man ja in die Dusche und dann hat man ein Handtuch bereit und das Handtuch kann man dann so um den Hals wickeln oder einmal drüber legen und ein bisschen abreiben. Das fördert so die Durchblutung, es ist auch noch für sich recht angenehm, da wieder im Nackenbereich. Genau, so ein bisschen die Durchblutung anzuregen. Dann kann man auch eine Hand, der Wolfgang dreht sich um, macht die Trizepsdehnung. Genau, da ein bisschen in die Dehnung gehen da auch. Und es ist natürlich nicht jeder so beweglich wie der Wolfgang, aber durch das Handtuch kann man natürlich das ein bisschen anpassen und dann schön reindehnen, atmen, wieder darauf achten, dass man den Oberkörper nicht ausweicht. Und das ein paar Atemzüge halten und dann wieder aus der Dehnung rausgehen. Gut, und noch eine Dehnung am Stuhl möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar, wir legen die Hände, der Stuhl ist zwar jetzt in unserem Fall etwas zu nieder, ist umso höher, oder man kann es auch am Tisch machen. Man beugt sich nach vorne. Es sollte der Schulter, die Arme etwas breiter gehalten werden, wenn möglich. Und dann lasst man sich so ganz sanft wirklich reindehnen, spürt, wie die Dehnung auch vorne den Brustmuskel aufmacht, nicht durchhängen und ein bisschen Gegendruck ausüben, indem man mit der Handfläche in den Stuhl reinarbeitet. Dann kann man auch ein bisschen, ich bin jetzt nicht gerade der Freund so von statischen Dehnungen, man kann sich dann auch ein bisschen dynamisch reinbewegen in alle Richtungen und dehnt an und für sich schon viele Muskelketten mit und es tut auch im Rücken gut. Und ja, das wären so die einfachen Tipps, was man im Alltag gut einbauen kann, Wirbelsäulenmobilisation
Und dann zum Abschluss, wenn man so eine Dehnung durchgeführt hat, wieder aufrichten, schön entspannt und dann wieder etwas nachspüren. Das Nachspüren ist ganz wichtig. Noch einmal innehalten, schauen, okay, wie hat man das jetzt getan? Und nicht vergessen, solche Übungen immer wieder im Alltag einbauen und integrieren und vielleicht die Mette hinlegen, so als Zeichen, okay, ich habe noch eine Übung oder eine Massage durchzuführen. Bevor es wehtut, wäre es natürlich am allerbesten. In diesem Sinne wünschen wir euch noch weiterhin viel Spaß und bleibt dabei.